Hallo zu einem kleinen Special, wenn man es so möchte. Wir stehen hier gerade auf Vorsicht Nord und es gab ein recht großes Update im TSW. Ich werde jetzt nicht im Einzelnen darauf eingehen, was da jetzt geupdatet wurde und was nicht. Auf jeden Fall gab es ziemlich viele Updates für Vorsicht Nord. Wir stehen hier gerade bei Finnentrop oder Trop, Finntrop. Da vorne ist der Bahnhof. Ich bin hier schon mal durchgewandert, habe natürlich die Warnweste an. Und es gibt ein Mastery. Ja, ein Mastery-Abzeichen, ein Mastery, schlechtes Englisch. Naja, also man hat ja so verschiedene Aufgaben, die man lösen kann. Und dann kann man gewisse Sachen auf der Strecke freischalten. Und unter anderem hier dieses Stellwerk. Ein Stellwerk mit einer wirklich ganz, ganz wunderschönen Bauweise, finde ich. Und das Coolste ist, und das ist wirklich echt genial, man kann dieses Stellwerk tatsächlich von innen sich angucken. Zutritt nur für Personal, das sind wir. Wir gehen einmal außen herum. Ich habe mir die Seite noch gar nicht angeguckt. Einmal hier auf die Gleise drauf. Ja, Finnentrop, Finnentrop, wie auch immer. So schnell wieder weg von den Gleisen. Und dann würde ich sagen, gehen wir einmal ganz kurz rein. Also erstmal hier schon extremst viel Graffiti und Verwitterung und alles. Es ist wunderschön gemacht. Der Detailgrad ist extremst hoch. So, und dann würde ich mal sagen, wir sind Personal, wir treten einmal hier ein. Können wir die Tür zumachen? Nee, ne, ich glaube die Tür. Nein, mit der kann man nicht interagieren. Also hier haben wir so ein paar alte Spinde, was auch immer hier drunter ist. Können wir dahin? Hochspannung. Ah, gut, irgendwelche Stromkästen, dahinter ist nichts. Dann würde ich sagen, laufen wir mal weiter hoch. Haben hier das Treppenhaus hoch. Und hier haben wir schon eine ziemlich schöne Aussicht, finde ich. Wenn wir jetzt genau hier diese Strebe vom Gesicht haben. Naja, ist ja auch nicht schlimm. Denn, also auch hier sieht man, ne, die Verwitterung und alles, diese Querträger aus Metall vermutlich. So, und dann sind wir jetzt auch schon hier oben an unserem Arbeitsplatz angekommen. Auch hier noch die Aussicht, ne, super schön. Und jetzt achtet mal drauf. Guckt euch das mal an. Guck hier einmal kurz von weiter weg drauf, dann kann man, hat man so eine Gesamtübersicht. Dann würde ich sagen, gucken wir uns das einmal so im Einzelnen an, weil ich finde es wirklich, es lohnt sich total, dich immer ins Detail zu gehen. Also wir haben hier links ein paar Spinde. Hier haben wir dann einen Gartenzwerg. Hier haben wir DTG-Tasten, auch hier auf dem Tisch eine DTG-Tasse. Das sieht so ein bisschen aus wie so ein, wie so eine Milchkanne, ne? Naja. Hier so eine Art Kelle, vielleicht zur Zugabfertigung, ich weiß es nicht genau. Hier diese Lampen, die sehen so ein bisschen aus wie die Lampen, die man auf Dampfloks vorne drauf packen kann, nur dass hier BR drauf steht. Ich weiß nicht, ob das vielleicht englische Lampen sind, also die Assets einfach aus dem englischen Bereich stammen für British Railways, aber ich weiß nicht. Es kann auch sein, dass das deutsche Lampen sind. Dann haben wir hier so ein bisschen Müll noch rumliegen, unter anderem die quadratische Pizza. Platz, was auch immer Platz damit zu tun hat, können wir da reingucken. Keine Pizza mehr übrig, ne? Ah. Eieiei. Hier haben wir noch ein paar Drehstühle, einen Verbandskasten. Gehen wir mal weiter. Hier haben wir eine Leiter rumliegen, ein paar Verkehrsleitkegel. Hier hat jemand noch ein bisschen hier die Wand gestrichen und hat aber dann hier vorne aufgehört zu streichen. Ja, immerhin, immerhin. Also man hat sich Mühe gegeben, ne? Was ist hier? Beat the Heat. Visit our Top Museum by Night. Ich glaube, das sind irgendwelche Werbebanner, die normalerweise auf englischen Strecken zu finden sind. Have you, ja, weiß ich nicht, auf welcher Strecke das zu finden ist. Coffee, I love coffee. Hier haben wir ganz viele Schuhabdrücke. Und auch hier noch diese Planen drüber gelegt, damit hier die Sachen darunter nicht dreckig werden. Pop, pop. So, Soda Pop. Okay. Also eine Limonade, hier noch so ein bisschen Malerzeugs. Was ist das? Das ist die Dose. Also ich glaube zumindest, dass dieses Stellwerk vorher nicht ja, in diesem Sinne freigeschaltet war. Aber ich habe es auf jeden Fall erst jetzt entdeckt. Ich weiß nicht, ob ihr es vielleicht schon vorher entdeckt habt. Das kann natürlich sein. Das finde ich auch ganz, ganz toll hier, diesen Gartenzwerg, der die Pylone auf dem Kopf hat und dann aber auch hier noch so eine Minimalrolle. Das ist extremst cool gemacht.
Hier haben wir noch mehr von Malsachen, Malzeugs. Hier auch ganz, ganz viel was auch immer da drauf steht. Weiß ich nicht genau. Farbdosen. Ja, hier noch so ein paar Stromkästen. Und jetzt kommen wir zum Herzstück des Ganzen. Das Stellwerk hier. Das sieht ja mal so cool aus. Sicherlich ist das nicht so 100% detailgenau. Vermutlich fehlt. Ach, hier ist sogar so noch so ein Metallding da rausgestellt. Also, ich weiß nicht, bedienen lässt sich das leider nicht. Und eine Funktion hat das Ganze sowieso nicht. Also, dass wir jetzt hier noch tatsächlich Weichen mit umstellen könnten, das wäre natürlich extremst cool. Aber allein, dass es schon da ist, das ist ja schon mal was. Hier auch irgendwelche Schaltkästen, Feuerlöscher, wo einer fehlt, können wir auch nicht platzieren. Und eine gemütlich aussehende, etwas verranzte Couch. Was haben wir hier? West Somerset. Industriefest am Nordrhein. Das ist, glaube ich, auf Hauptstrecke Rhein-Ruhr. Ne? Hier die Zeche Zollverein. Und was die anderen beiden sind, weiß ich nicht genau. Ich glaube, das ist ein Wasserturm in Mülheim, aber ich würde jetzt nicht meine Hand für ins Feuer legen. Städte-Events, Tickets online. Und hier haben wir noch hier CSX, also aus der amerikanischen Strecke, so ein Helm. Ja, hier noch so eine Lampe, so ein schönes Giebeldach, glaube ich, ne? Nennt man das, glaube ich. Ich würde sagen, ja, mit diesem Bild, ich mache vielleicht noch ein Bild oder zwei hier, verlasse ich euch wieder. Also, wie gesagt, es war nur so ein ganz kleines Special, so ganz, ganz kurz hier mal Finnentrop. Das Finnentroper Stellwerk erkundet. Das ist schon cool, oder? Also, mir gefällt's. Ich hoffe, dass wir in Zukunft auch häufiger noch so kleinere ja, Details zu sehen bekommen, dass sowas auch mal durchaus in der Zukunft mal ja, häufiger vorkommt. Gut, ich danke euch fürs Zusehen. Alles Gute, alles Liebe.